Nach meinem Video über die besonderen Bahnhöfe der S-Bahn München stellte sich bereits einige Tage später eine Rückbesinnung auf die eigene Heimat ein. Und ich fragte mich, ob es auch im Nürnberger S-Bahn-Netz besondere Bahnhöfe gibt. Nun, wir haben den imposant aussehenden Turmbahnhof Steinbühl. Am Hochbahnsteig fährt die S2, am unteren Bahnsteig die S1 und ganz unten fahren die Straßenbahnlinien 4, 6 und 10 ab. Und das war es dann auch schon. Besondere Bahnhöfe gibt es hier nicht. Im Gegenteil, viele Bahnhöfe sehen sich ähnlich. Eine Ähnlichkeit, über die es heute einmal gehen soll. Schon seit 1987 verbinden S-Bahnen die Kleinstadt Lauf an der Pegnitz mit der Frankenmetropole. 5 Jahre später folgte dann die damalige S2 nach Altdorf. Wie es sich für eine S-Bahn gehört, erhielten Ortsteile Rüttenbachs und Stadtteile Nürnbergs, die bislang noch nicht ans Schienennetz angebunden waren, eine schnelle Verbindung in die Innenstadt. Noch heute präsentieren sich die meisten Stationen auf diesen beiden Ästen, wie sie es bereits in den Anfangstagen der Nürnberger S-Bahn taten. Charakteristisch sind die Wartehäuschen und Unterführungen und der gelbe Strich, welcher nicht nur aufgemalt war, sondern ertastet werden konnte. Heute selbstverständlich, damals ein Novum. Zur Jahrtausendwende ging die damalige S3 nach Roth in Betrieb, welche parallel zur Bahnstrecke Nürnberg-Treuchtlingen verläuft. Typisch für die Stationen entlang dieser Strecke sind Unterführungen in Prismenform und diese Wartehäuschen mit halbrunden Dächern. Katzwang, Rednitzembach und Reichelsdorfer Keller sind mit ihren Seitenbahnsteigen in der Kurve einander sehr ähnlich. Seit 2010 verbindet die S-Bahn auch die Städte Bamberg, Forchheim und die Großstadt Erlangen mit Nürnberg. Ein immer gleich aussehender Mittelbahnsteig zwischen zwei außenliegenden Fernbahngleisen zeichnet die Stationen zwischen Erlangen-Eltersdorf und Forchheim aus. Außerdem prägen zahlreiche moderne Lärmschutzwände das Bild aus dem Zugfenster. Was zwischen Erlangen und Forchheim jahrelang zum Bild dazugehörte, ist nördlich von Forchheim bis heute Alltag. Noch prägen Baustellen und diese provisorischen Blechbahnsteige das Bild. Ab 2025 soll es hier genauso aussehen wie bereits heute zwischen Erlangen und Forchheim. Allen bisher genannten Strecken ist gemein, dass die S-Bahn ihre eigenen Gleise zur Verfügung hat, also entweder eine Strecke für sich hat, wie auf dem Altdorfer Ast und der linken Pegnitzstrecke, oder aber parallel zu bestehenden Eisenbahnlinien verkehrt, wie auf den Ästen nach Roth und Bamberg. Anders als auf den Ästen nach Ansbach und Neumarkt. Charakteristisch für die ehemalige S3 und die S4 ist, dass sich die S-Bahnen die Gleise mit allen anderen Zügen teilen. Da die S-Bahn im Vergleich zu den Regionalbahnen öfters fahren sollte, mussten die Blockabstände verdichtet werden. Außerdem wurden die Bahnsteige modernisiert und erhöht. Auf den neuesten S-Bahn-Erweiterungen S5 und S6, welche den Allersberg-Express und die RB10 ersetzten, wurde allerdings rein gar nichts verändert, weder an der Infrastruktur noch am für eine Regionalbahn angemessenen, doch für eine S-Bahn unwürdigen Stundentakt, weshalb sie auch spöttisch als Regional-S-Bahn oder Pseudo-S-Bahn bezeichnet werden. Verständlicherweise tut man sich als Fahrgast der S6 schwer, seine Regionalbahn nun als S-Bahn anzuerkennen, nur weil einmal pro Stunde ein neuer, älterer Triebwagen vorfährt und die Bahnsteige zwar ein neues Pflaster erhalten haben, es aber genauso mühselig bis unmöglich ist wie zuvor, in den Zug zu gelangen, wenn man keine zwei gesunden Beine oder etwa einen Kinderwagen dabei hat. Zu einer S-Bahn gehört eben mehr dazu, als einfach nur die Bezeichnung. Nur auf dem Netzplan ist die S-Bahn Nürnberg ein homogenes Netz. Nachdem der Fokus dieses Videos
eher auf den Stationen und Strecken lag, wird es in einem der nächsten Videos um die Erfahrungen gehen, welche Fahrgäste in der Metropolregion mit der S-Bahn machen, sprich um die Taktung, die Barrierefreiheit und die Zuverlässigkeit.